Liebe Zuschauer, mit Leuten, die auf dem Podest stehen, ein Interview zu führen, ist relativ leicht. Aber mit Leuten, die im Winter dann vorne sind, jetzt schon vorausschauend ein Interview zu führen, das ist nicht ganz so einfach. Richard Freitag, grenzenloses Vertrauen habe ich zu dir. Vielen Dank. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast. Was soll ich dazu sagen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Die letzten Ergebnisse spiegeln nicht ganz das wider, was ich, glaube ich, zurzeit entwickeln konnte in den letzten Wochen, die wir doch gut genutzt haben, wo ich im COC unterwegs war und auch nebenbei wirklich im Training gut vorankam. Und von dem her bin ich eigentlich zuversichtlich, was die Herbstphase angeht, wo ich weiß, okay, da habe ich mich immer mit am besten entwickelt. Und von dem her, ich kann nichts anderes als jetzt erstmal abwarten. Nach der Deutschen und dann... Richard, du hast ja auf verschiedenen Baustellen eigentlich zu arbeiten. Die eine Baustelle hast du territorial verändert. Du bist ein bodenständiger Typ. Jetzt gehst du in das tiefste Bayern. Meine Güte, geht das gut? Ah ja, ich denke schon. Also der Schritt war jetzt nicht so leicht, ist klar. Wenn du einfach eine Zeit lang irgendwo gewohnt hast, dann sagen, okay, ich ziehe mal kurz um. Aber erstens mal, es muss ja nicht für immer sein. Und zweitens muss ich ganz ehrlich sagen, du lernst so schnell die Leute kennen, einfach mit denen du dich wieder verstehst, wo du einfach eine Verbindung aufbauen kannst. Das habe ich schon gemerkt. Und von dem her, das ist mir das Allerwichtigste. Und das Zweitwichtigste ist dann neben dem allgemeinen Wohlfühlen, was irgendwo passen sollte, einfach das Training. Und dort bin ich auch mit dem Winky oder jetzt in letzter Zeit mit dem Metzi, weil ich eben die COC-Runde gefahren bin. Und da wird einfach, ja, gut, da bin ich gut abgesichert und von dem her... Nun bist du ja, trotz alledem, das hört man ja schon an der Sprache, in Oberstdorf bist du ein Exot, ein Ossi. Spürst du das? Ja, das lasse ich die Allgäuer spüren, dass ich ein Exot bin. Ja, da habe ich mir noch nie eine Platte gemacht. Ich glaube, es ist doch, egal wo man hingeht, irgendwo sind immer alle ein bisschen gleich verrückt, jeder auf seine Art. Und ich hatte noch nie das Problem, dass jetzt einer gesagt hat, hey, du Ossi da, was machst denn du hier? Vielleicht kommt das noch, aber auch dann, damit habe ich keine Probleme. Also dann sollen sie kommen, dann sage ich, mach halt dein Ding, ich mach meins. Sieh das Land gewinnst oder keine Ahnung. Hast du eine Erfahrung mit WGs? Ja, habe ich. Hatte ich schon früher und jetzt bin ich mit dem Welde-David zusammengezogen, ist eine nordische Kombination unterwegs. Und ja, das soll damals so von der Ordnung nicht so ideal gewesen sein, habe ich gehört. Wer hat denn das erzählt? Ja, das kann nicht stimmen, ne? Wir waren so wenig da, wenn du auf dem Erik anspielst, das funktioniert gar nicht, dass da ja, das ist so ja, unordentlich war. Ja, ich spiele auf den Erik an. Ja. Ja. Also okay, das ist ja auch Geschichte, die ist aufgelöst. Aus so einer Küche, der hat echt viel gegessen immer. Okay. Ja, der musste ja nicht so aufs Gewicht achten. Ne? Naja, da musst du auch echt viel laufen. Ja, ja, da ja. Hat sich das wieder runtergelaufen. Ja, aber naja. Jetzt bist du wieder mit einem Kombinierer in einer WG. Hm. Ja, Welde? Ja? Hm. Ja. Und isst der auch so viel? Oh, es wer macht denn die Wirtschaft hier? wer die Wirtschaft macht? Nee, also wir teilen uns echt gut rein. Also wir haben uns jetzt, das ist ähnlich wie mit Erik damals, wir sehen uns jetzt schon ein bisschen mehr unter der Woche oder so. Aber wir sind trotzdem beide auf unterschiedlichen Lehrgangssystemen unterwegs. Und von dem her ist es, ja, so. Wir kochen mal zusammen oder ist noch was über von den Nudeln mit Tomatensauce oder von den Ravioli aus der Dose. Ganz von so schlimm den ist es wirklich nicht. Genau, wollte ich gerade sagen. Ja, schon Vertrag mit Bofrost? Ja, na sicher. Okay, gehen wir zur Sache, was das Sprungtechnische angeht. Wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Was ist das Problem? Schwierig zu sagen. Wenn ich es jetzt direkt sagen könnte, dann hätte ich es heute besser gemacht. Ich habe mich eigentlich, letzten CLC jetzt hier, hat sich eigentlich ganz gut angefühlt. Da war der erste Durchgang echt super, aber da war noch zu viel Varianz dabei. Und so war es jetzt eigentlich die letzten Tage auch, gestern so wie heute. Und so richtig kann ich noch nicht sagen, warum das dann so ist. Also warum ich so ein bisschen das Gespür für die Spur verliere, wirklich
das Gefühl zu haben, okay, wo muss ich hindrücken, um dann wirklich in diese Flugposition zu kommen. Das fehlt mir einfach ein bisschen und da gilt es rauszufinden, warum das dann auf einmal so ist, weil rein von der Einstellung her kann es nicht sein. Also da habe ich heute mal selber so ein bisschen reflektiert, das kann nicht der Wettkampf nur so sein. Warum ist das so schwierig im Skispringen? Ich sage mal so, als Otto Normalverbraucher, der David Kubacki ist auch kein besserer Springer als der Ritsch. Und trotzdem springt er im Moment alles im Grund und Boden. Es geht einfach. Wo sind da irgendwo die Stellschrauben? Ich weiß es auch nicht. Ja, es ist wirklich Skispringen. Also wenn du einmal dieses Gefühl, was ich vorher angesprochen habe, wenn du das eben wirklich spürst, dann kannst du das auch auf jede Chance mitnehmen. Wolke oder fast 7, jede. Dann geht's. Ja, und das ist wie wenn du versuchst, irgendeine motorische Leistung auf das Slackline zu lernen oder so, dann du wirst einfach besser und du brauchst nicht mehr aktiv drauf einzugreifen. Und solange du dieses Level nicht hast, musst du eben immer wieder aktiv dir das herholen. Und kann das sein, dass da manchmal ein oder zwei Sprünge ausreichen, um wieder dieses Gefühl zu bekommen? Wenn du weißt grundsätzlich, wie es anfühlen muss, ja. Du, dann wünsche ich dir demnächst diese 1, 2 oder 3 Sprünge und der nächste Winter kommt bestimmt. Und nochmal, Rich, das weißt du auch, jeder, der mit mir gesprochen hat, wird immer besser. Das ist so. Ich kann dir heute schon wieder die Beweise liefern, Schlierenzauer war bei mir, Ammann war bei mir, alle besser gesprungen. Und Richard Freitag wird das auch tun. Ja, dann machen wir so eine Dauer-10er-Karte so zum Abknipsen bei dir. Ritsch, alles Gute. Ja. Danke dir.